Sehr schön. Bären sind mittlerweile auch nachgewachsen. Muss ich alles auch abpflücken. Wenn ich jetzt halt noch eine helfende Hand hätte, ja, wäre das Ganze einfacher zu regeln. Dann könnte man die Aufgaben ein bisschen verteilen. Aber es geht leider noch nicht. So. Also um Nahrung muss ich mir keine Sorgen mehr machen. Ja, also Nahrung habe ich wirklich ausreichend. Jetzt geht es darum, neue Technologien zu erforschen, sozusagen. Neue Sachen zu finden, die man herstellen kann. So, alles klar. Die Kuh sieht etwas unzufrieden aus. Warum bewegt sie sich nicht? Hallo? Ich nenne sie Belinda. Belinda, was ist denn los? Hä? Die bleibt einmal starr stehen. Das ist nicht normales Kuhverhalten, oder? Ich hoffe, es geht ihr gut. Okay. So, Pilze müssten fertig sein. Jo. Das heißt, die packe ich jetzt da rein. Wo sind sie? Wo sind sie? Wo sind die Pilze? Ah, hier. Und das Fleisch packen wir da rein. Dann kann das alles abköcheln. So, die restlichen Beeren packe ich auch mal rein. Also es läuft wirklich gut. Ja, also so survivalmäßig ist hier alles astrein. Kann man sich echt nicht beschweren. Ah, ich kann auch zwei Bären. Ich kann das verteilen. Ja, wusste ich gar nicht. Dann kann ich das ja hier so machen. 40. Und da drauf packen. So, wunderbar. Das wusste ich nicht. Alles klar, dann ist das jetzt am Abköcheln. So, in der Truhe ist nichts drin. Wo habe ich die Rüstung? Hier. Dann kann ich hier die restlichen Rüstungen reinpacken. Können wir auch mal ein bisschen sortieren. So, die gleichen beieinander. Muss ja alles seine Ordnung haben hier. So, sind die Waffen hier? Ne, da sind die Kapseln. Ist aber auch gut. Zack, zack, zack. Oh, hier könnte ich ja jetzt die Waffen reinmachen. Also das zum Beispiel und das da und das da. Alles klar. Okay. So, es ist wieder Abenddämmerung. Das heißt, ich muss jetzt gucken, wie ich mir die Zeit vertreibe. Ich könnte noch. Wie viel Stein habe ich? Ich könnte mir noch ein paar Steinmauern machen und meine Base erweitern. Nochmal 50 Stein. Jo. Ich glaube, das ist gut. Okay. Ach ja, und ich wollte ja mal nachgucken hier mit der Rüstung. Besser gesagt hier die Coin. Nee, Shoes. Metal Bar und Wool. Also ich könnte mir jetzt Schuhe und Handschuhe machen. Ich habe ja nur ein Oberteil an. So, Copper ist ja auch fertig. Okay, also hier Schuhe, Copper, Wool. Jawohl, Copper-Shoes. Und Copper Handschuhe. Copper Armor. Wie viel Armor gibt mir das Ding dann? Kann man das nicht nachgucken? Ja, komm, ich craft's einfach mal. Ja, komm. 5 Defense. Okay, es ist um eine Defense schlechter als
meine jetzige Rüstung. Aber egal, ich kann es ja in meine Truhe packen. Ich hab's ja dann für alle Fälle. Okay. Das ist in Ordnung. Jetzt kann ich mir nämlich hier die Handschuhe anziehen und die Schuhe. Dann habe ich jetzt insgesamt hier 9, 12. Müsste ich 14 Rüstungen haben. Wenn ich richtig gerechnet habe. 14 Rüstungen, ey, das ist schon ganz nice. Ich kann ja hier mal so ein paar Materialien reinpacken. Schnee packe ich ja auch mal rein. Das Copper kann ich auch wieder zurücklegen. Dass das nicht verloren geht. Dreck, Fleisch, da ist auch noch Food, was ich verarbeiten kann. Die Fackeln dahin. Jawohl. Okay. So, ich könnte noch die andere Pickaxe mitnehmen. Weil meine ja sowieso gleich kaputt ist, wenn ich da gleich am Rumwerkeln bin. Okay, wie sieht's hier aus? 41 noch. Also Futter habe ich wirklich genügend. Ja, fürs Erste. So, ich verarbeite das Fleisch noch und diese Compressed Cookie Tüten verarbeite ich auch gleich mit. Ja, das ist alles weg. Ist platzsparend. So, und das Futter, was da nicht reinpasst, ich kann ja hier mal ein bisschen reinpacken. Ja, ich verteile das mal so auf 10er Stacks. 10. So. Und nochmal 10. Da kann ich mir immer so, wenn ich was für unterwegs brauche, so ein 10er Stack mitnehmen. Mehr braucht man ja meistens nicht, wenn man einmal unterwegs ist. 10. Und nochmal 10. So, alles klar. 10er Stacks Nahrung vorbereitet. Die 16 nehmen wir mit. Okay. So, wir können ja mal kurz nochmal gucken, wie es der Belinda geht. Alles klar, Belinda hat sich ein paar Meter bewegt. Sehr schön, sehr schön. Vielleicht essen Kühe auch keine Äpfel. Fällt mir gerade ein. Weil die Schweine sind hier immer fleißig am Essen, aber die Kuh hier irgendwie nicht. Muss ich hier vielleicht was anderes reinlegen? Gras vielleicht? Habe ich noch Gras? Gras, Gras, Gras. Ich brauche Gras. Also nicht das Gras, sondern halt Gras. Ihr wisst, was ich meine. So, 99 Gras. Okay, Belinda. Ah, Belinda ist gerade am Schlafen. Gras. So, ich hoffe, sie ist damit zufriedener als mit den Äpfeln. Oh, sie bewegt sich. Habt ihr das gesehen? Die hat sich ein paar Zentimeter bewegt. Also geht's ihr gut. Ja, ich gehe mal davon aus. Was ich natürlich auch machen könnte, während es dunkel ist, ist nochmal hier runtergehen. Ins Dungeon rein. Das letzte Mal war ja ein bisschen heikel. Aber ich kann es ja nochmal ausprobieren. Mittlerweile habe ich ein bisschen Rüstung an, ja? Das heißt, die Sache läuft. So, hier nochmal ein bisschen ausleuchten. Da ist ein Käfer. Wie viele Schüsse halten das Ding aus? Alles klar. Wäre natürlich zu schön, wenn das ein One-Shot wäre.
Das ist nochmal so ein Hase. Der sieht aber ein bisschen heftiger aus als der andere. Der trifft mich einfach nicht. Oh, doch. Okay, da kommt ein Hund. Verdammt. Ah! Ich hasse die Bogenschützen. So, gerade mal zwei Bandagen gönnen, als ich wieder Full Life bin. Was habe ich denn jetzt aufgehoben? Ich habe irgendwas aufgehoben hier. Waren das nur Knochen? Da war doch noch irgendwas anderes dabei. Ich habe gedacht, ich habe hier noch eine Waffe aufgehoben. Naja, egal. Da ist noch so ein Hund. Natürlich. Und da sind ein paar Goblins hier. Und alles Bogenschützen. Ausweichen ist hier halt ein bisschen schwierig in den engen Gängen. So, das funktioniert aber schon ein bisschen besser. Jetzt mischt sich da noch einer ein oder was? Ich muss ein bisschen Abstand halten. Oh, das wird hier gefährlich. Das wird hier sehr gefährlich. Ai. Okay, ich muss hier weg. Das hier ist viel zu viel. Das ist viel zu viel. Hier unten geht ja total die Action ab. What the fuck? Boah, ey. Ist ja unglaublich. Jetzt ist das schon wieder so einer, ey. Das. Okay, der hat nicht so viel ausgehalten. Nee, da unten geht halt wirklich die Action ab. Das ist krass. Oh, die Kuh ist wieder kleiner geworden. Aber ich sehe kein Kalb. Wo ist das Kalb, Belinda? Gefällt dir das Gras nicht, oder was? Ich dachte, Kühe essen Gras. Ja, meiner Erfahrung nach. So. Ja. Nach oben habe ich hier jetzt ein bisschen ausgebaut. Ich könnte mir hier auch so einen Weg hin machen und sowas, dass es halt schön aussieht, aber das mache ich ein bisschen später. Erstmal wird hier ausgebreitet. So, hier mal die Äpfel abpflücken. Jawollo. Ich könnte später natürlich den Schweinen hier nach unten, wo ich gerade stehe, hier noch ein bisschen Platz machen. Dass sie sich viel mehr vermehren können. Hallo. Hallo. Okay. Ja, komm, ich mach das Ding jetzt kaputt. Okay. Tiki Torch, zack, zack. So. Okay, ich brauche noch ein bisschen Nektar. Ein bisschen Nektar, um mich zu heilen. So, ich muss jetzt mal gucken, wie ich da am besten baue. Das heißt, ich mache mal erstmal hier die Bäume weg. Die stehen mir nämlich im Weg. Okay. Jawohl. Die mache ich einfach auch mal weg. Wenn ich schon mal dabei bin, kann man das alles wegroden. So, dann könnte ich mir rein theoretisch hier eine Tür hinmachen. Und dann hier nochmal so ein Weg. Ja, der dann hier so runterführt. Und keine Ahnung. Vielleicht. Ah. Oh, meine Waffe ist kaputt. Na toll. Das kommt ja genau richtig. So, Schwert. Ein bisschen Nektar.